Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und aufgrund der vielen Nachfragen von euch wollen wir euch heute mal die Inhalte der Optionsschulung etwas näher bringen. Auch alle Details nochmal kurz beleuchten. Was sind die Vorteile? Was könnt ihr hinterher wirklich anwenden und wie könnt ihr euch dann im Optionshandel auch bewegen? Wichtig ist, es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Das heißt, jeder, der jetzt eine gewisse Affinität vielleicht zum Aktienhandel schon besitzt, auch sagt, dass er jetzt schon Aktien handelt, auch da relativ erfolgreich ist, der wird natürlich mit dem Optionshandel hier viel mehr Möglichkeiten haben, auch in Phasen, wie wir sie jetzt vielleicht gerade am Markt haben, wo es etwas runtergeht oder dann längere Seitwärtsbewegungen sind, wirklich dann auch eine Performance zu erzielen. Das heißt, wir fangen ersten Schritt einmal an. Das heißt, insgesamt sind es 12 Stunden Videotutorial. Natürlich, das ist eine der wichtigen Fragen, die immer kommt. Hat jeder Teilnehmer von euch dann auch die Möglichkeit, mit mir einmal 30 Minuten direkt noch über Dinge zu sprechen, die jetzt vielleicht unklar waren, wo nochmal eine Einzelschulung notwendig ist. Also es ist dann doch trotz des Videotutorials auch interaktiv. Das heißt, ihr könnt jederzeit mit uns kommunizieren, Fragen per E-Mail stellen sowieso, aber auch dann 30 Minuten Zoom-Meeting, wo wir dann auch uns Details direkt bei euch auf dem Rechner mit anschauen können, wo Fragen entstanden sind. Wichtig bei so einer Schulung ist natürlich, dass wir erstmal wählen, welche Plattform für einen jetzt relevant ist, welche Broker, welche Plattform. Das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal in der ersten Einheit. Natürlich sind beide Schulungen oder sind die Schulungen so angepasst, dass wir auch für verschiedene Plattformen die Schulung vorrätig haben. Das heißt, das ist auch dann dementsprechend angepasst an die Plattform, die ihr hier verwenden wollt. Und ansonsten geht es natürlich erst einmal darum, euch die Grundlagen Call, Put näher zu bringen, immer mit praktischen Beispielen, dass man auch sieht, okay, hier habe ich die Aktie, wie könnte ich jetzt denn auf diese Aktie auch einen Optionstrade ansetzen? Also, dass man wirklich in der ersten Einheit, in den ersten 3 Stunden die Auswahl, die Grundlagen der Plattform und des Brokers einmal abklärt, dann die Grundlagen des Optionshandels selber, wobei man hier eigentlich nur 4 Formen beachten muss. Das heißt, das ist der Long und Short Call und Long und Short Put. Alles andere baut nur auf diesen 4 Formen auf. Es gibt natürlich viele zahlreiche Optionsstrategien, die wir zum großen Teil natürlich auch in der ersten Schulung hier mit darstellen wollen, auf verschiedenen Weisen. Wie gesagt, auch immer mit den entsprechenden Live-Trades. So dass man die Grundlagen in der ersten Einheit, in den ersten 3 Stunden mitlegt, mit dem dementsprechenden Handout, was natürlich hier mit zugeliefert wird. Und dann geht es in den zweiten Bereich. Der zweite Bereich spielt dann mit den Kennzahlen implizierte Volatilität, dann auch Open Interest, Auswahl der richtigen Strikepreise und der Laufzeit. Weil ich gehe jetzt davon aus, dass viele, die jetzt den Optionshandel beginnen, und so hat es die Erfahrung auch gezeigt, natürlich sich schon irgendwo mit Aktienhandel auskennen, auch gute Aktien haben, gute Werte herausfinden. Aber dann ist natürlich die Schwierigkeit, welche Optionsform nimmt man, wie wählt man richtig die Laufzeit und welchen Strikepreis wählt man überhaupt aus. Und da ist es auch gut, dass jeder Teilnehmer, der hier dieses Videotutorial bucht, auch dann die Möglichkeit hat, in den Live-Schaltungen jede Woche zweimal sich die aktuellen Live-Trades mit anzuschauen und dann natürlich da auch aus dem wirklichen Live-Handel viel mehr noch mitnehmen kann und das, was jetzt in der Theorie erlernt wurde, genau dort dann dementsprechend anzuwenden ist. Ich glaube, das ist eine gute Kombination, hat sich in der Vergangenheit auch bewährt, dass natürlich nur Theorie macht wenig Sinn. Man muss es immer wieder mit Live-Trades zeigen, an Live-Trades erklären und so kommt man auch Stück für Stück dann in die Materie, denke ich mal, einfach besser rein. Das heißt, das ist das eine. Dann sind wir schon in der dritten Einheit. Da geht es dann darum, wirklich auch Performance zu generieren. Also welche Strategien sind denn auch, sage ich mal, zeiteffizient, um Prämien zu generieren und welche Strategien wendet man in welcher Marktphase an? Gerade am Anfang des Jahres, wo alles extrem nach oben gegangen ist, war es natürlich einfach mit Long-Call-Optionen Geld zu machen. Jetzt wird es im Sommer, merkt man schon wieder etwas schwieriger. Gerade denke ich, dann sind auch sogenannte Credit Spreads wichtig und da wollen wir Ihnen wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wo ihr das dann dementsprechend auch eins zu eins nachvollziehen kann. Also, wie schon am Anfang gesagt, ganz wichtig sind keine Voraussetzungen möglich, notwendig und in den Einheiten werdet ihr Stück für Stück sukzessive an die Thematik rangeführt, sodass nach der dritten Einheit eigentlich schon einfache Spreads auch zu handeln sind.
und man natürlich auch ohne Probleme hier Möglichkeiten hat, dann schon Prämien zu generieren, Performance zu generieren und das mit einem geringen Zeitaufwand. Weil ich glaube, das ist für viele das Wichtige, dass man nicht jeden Tag 2 Stunden vor dem PC sitzen muss, um zu sehen, wann ist der richtige Ein- und Ausstieg, sondern mit möglichst wenig Zeitaufwand dann auch Performance zu generieren. Klar ist eins, am Anfang muss man natürlich mehr Zeit investieren, weil es ja wie bei einer Sprache zu lernen, muss man natürlich erstmal die Grundlagen hier bilden. Aber wenn die Grundlagen vorhanden sind, dann werden Sie sehen, reicht im Prinzip einmal die Woche, zweimal die Woche eine halbe Stunde. Meistens natürlich dann, wenn die Optionen auslaufen, vielleicht auch etwas mehr, um nochmal zu schauen, was anzupassen ist. Aber es sollte wirklich so sein, dass das Ganze dann auch von der Zeit wirklich sehr, sehr effizient gestaltet werden kann. Dann haben wir die vierte Einheit. In der vierten Einheit wird es natürlich auch um weitere Strategien gehen. Da ist es wichtig, dann auch Exit-Szenarien zu beleuchten oder genau auch zu sagen, was sind denn Quartalszahlen, welchen Einfluss haben Quartalszahlen, sodass man auch für eine Strategie am Ende eine Checkliste hat, welche Strategie empfiehlt sich, wenn die implizierte Volatilität den Wert hat, wenn der Wert in 2 Wochen Quartalszahlen gibt, sodass Sie quasi wie einen Leitfaden haben, wo Sie schauen, okay, das Ganze passt und wir nehmen diese Strategie oder wir können hier, dadurch, dass die Quartalszahlen vielleicht erst in 2, 3 Monaten kommen, der Preis momentan recht günstig ist, dann genauso eine andere Strategie auswählen, sodass Sie quasi die Leitplanken von uns gesetzt bekommen und dann auch keine größeren Probleme haben, sich darin zu bewegen. Weiterhin wird es natürlich wichtig sein, auch noch andere Strategien mit darzustellen. Das sind zum einen neben den Quartalszahlen auch die Dividendenstrategien. Vor allem natürlich dann relevant für welche, die jetzt auch schon Aktienportfolios haben. Das heißt, Optionshandel ist natürlich auch ein super Ersatz oder nicht Ersatz, Ergänzung für den Aktienhandel, wo man sicherlich ohne Probleme, möchte ich jetzt mal sagen, das, was ihr als Aktienperformance erzielt, locker nochmal 8 bis 10% im Jahr mehr rechnen kann, wenn man dazu noch den Optionshandel nimmt. Und genau das sind die Punkte, die auch in diesem vierten Einheit noch mit dargestellt werden. Das heißt, wie macht man den Aktieneinstieg über eine Option, vielleicht zu einem besseren Preis? Wie generiere ich auch Prämien auf bestehende Aktienpositionen? Also das sind alles Dinge, die ihr hier in dem Videotutorial mit erfahrt. Mit der Kombination, wie gesagt, 30 Minuten Einzelcoaching, Zugang zu den wöchentlichen Webinaren für den Zeitraum, wo das Ganze erlernt wird und natürlich dann auch jederzeit E-Mail-Support, sodass es halt wirklich wichtig ist, dass man hier möglichst viele Informationen nutzen kann und dann auch direkt im Live-Handel umsetzen kann. Und selbst wer jetzt sagt, er hat noch keine Plattform, noch keinen Broker, dem können wir natürlich ohne Probleme auch hier einen Zugang zur Verfügung stellen, ob das jetzt für Interactive Broker ist, ob das für TradeStation ist, so dass man auch hier im Demo-Konto oder mit einem simulierten Zugang das Ganze schon testen kann. Also, das heißt, Voraussetzungen sind im Endeffekt sehr gering für den Einstieg und Erfolgsaussichten, wie schon dargestellt, erstmal für reine Aktientrader mindestens 8 bis 10% mehr im Jahr nur als Zusatz. Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal eine Diversifikation fürs Portfolio, weil man hat viel mehr Möglichkeiten. Ihr wisst selber, Aktien können Sie kaufen oder verkaufen, aber Optionen kann man eigentlich in jeder Marktphase Performance generieren, egal ob es seitwärts nach unten oder nach oben geht. Von daher, wer noch Informationen benötigt, wendet euch gerne an uns. Ich würde mich freuen und bis bald. Vielen Dank.